Moin meine Lieben und willkommen zu einer anderen Runde mit Toxic Time on Tour. Ja, wir sind live unterwegs auf der kleinen KTM und wollen mal ein paar Kurven ballern. Wir sind unterwegs, ein bisschen Kurven testen, hin und her, wieso, warum, weshalb. Kennt mich, das erzähle ich euch sehr ausführlich. Nein, wir versuchen das heute ein bisschen kurz und knapp zu halten. Ich mache eine kleine Mini-Ausfahrt bzw. Mini-Testrunde gerade. Suche ein paar Kurven raus, weil ich ein bisschen was am Fahrwerk abgeändert habe. Ich habe hier auf der Maschine, ihr könnt es sehen, ihr könnt es nicht sehen, aber ich erzähle es euch, 195, 50 auf 10, also 195er Reifen drauf, diese kleinen Dinger. Wie gesagt, ich habe da bis jetzt in der Vergangenheit sehr, sehr unschöne Erfahrungen mitgemacht. Aber die sind jetzt hier auch bei der Maschine mit eingetragen als Zusatzbereifung. Ich habe die jetzt hier mal drauf gemacht. Und habe gestern mit meinem Kumpel Sascha, vorgestern konnte ich nicht fahren, weil Shitwetter war, haben wir so ein bisschen die Spur nachgestellt. Also hier mit so einer leichten Vorspur von, glaube ich, 3 mm habe ich vorne. Aber wir haben mal so einen kleinen Trick ausprobiert, alles halt nochmal so ein bisschen eingestellt, um den Geradeauslauf, ne? Also wenn ihr den Lenker loslässt, dass die Maschine auch wirklich weiter geradeaus fährt. Und sich ruhiger lenken lässt und nicht, wenn man mal so leicht einlenkt, die Maschine gleich anfängt zu zappeln oder unkontrollierbar ist. Außerdem haben wir ja hier auch so ein paar Unebenheiten. Wie reagiert sie auf Spurrillen und so weiter? Das habe ich schon auf dem Hinweg zu auf einer anderen Strecke getestet, weil die Straße ist jetzt nicht so schlecht. Aber wenn man jetzt mal hier so ein bisschen, obwohl mal alles frei ist, so. Hier seht ihr so ein bisschen abgebrochene Kante, dass wenn ich da mal mit dem Reifen reinkomme, da vorne ist gerade ein bisschen mehr Platz, so, dass es mir den Lenker nicht wegreißt, ne? Dass er wirklich immer noch locker ist. Weil ich habe es vorher in der Standardeinstellung gelassen, habe nur die Spur ein bisschen angepasst, bin dann in Kurven gefahren, war halt sehr anstrengend, weil man so millifiligran arbeiten musste. Und Spurrillen war die Hölle. Das Ding hat mich so hin und her gerissen. Hat keinen Spaß gemacht und war ultra gefährlich. Ja, deswegen, jetzt haben wir mal was ausprobiert. Zeige ich euch gleich. Jetzt haben wir den oberen Arm quasi ein bisschen nach hinten gesetzt. Jetzt müssen wir ein bisschen abwarten, dass wir hier auch ein bisschen mehr in die Kurve reingucken können. Ah, ist doch schade. Das schaffen wir jetzt aber. So, jetzt können wir uns hier ein bisschen in die Kurve reinhängen. Oh, wunderbar. Jetzt nochmal schnell eine Linkskurve hier ausprobieren. Und wieder rechts rum. Ah. So, gerade bei der Kurve ein bisschen verschätzt. Bin mit dem Reifen ein bisschen über den Rand gekommen und der Lenker ist super kontrolliert gerade geblieben. Also hat das ja scheinbar alles so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Wunderbar. So, halt in die Eisen. Hui, Bremsen packen. So. Puh, Kupplung hätte man vielleicht mal richtig durchziehen sollen. Ne? Egal. Karre steht, macht keinen Krach. Alles fein. Kann ich euch zeigen, was wir gemacht haben. So, die Aufnahme läuft wieder. Ja, der Akku... ist leer gegangen. Ich weiß jetzt gerade, ehrlich gesagt, gar nicht, wo er ausgestiegen ist, aber egal. Fangen wir nochmal von vorne an. Wenn nicht, machen wir einfach den Cut so, dass ihr das gar nicht mitkriegt, außer dass ich es gerade verraten habe. So, wir haben, gesagt, ich habe jetzt einfach mal ausprobiert, die kleinen, ja, Mini-Reifen wieder vorne drauf zu ziehen. Also, wir fangen mal hinten an. Hinten habe ich 255, 40, 10 und hinten vorne habe ich 195, 50, 10. Reifengröße, jeweils 10 Zoll Felge, was man ja aus den Zahlen schon ein bisschen rausgehört hat. Ja, die Reifen sind nicht neu, die Reifen sind gebraucht, was leider auch ein kleiner Fluch ist. Weil wenn wir jetzt mal genau gucken, das wird ihr wahrscheinlich durch die Kamera nicht richtig sehen können, weil die ziemlich viel Weitwinkel hat, das ist ein bisschen verzerrt. Aber man sieht es hier ganz gut an dem Dreck am Reifen. Ihr seht ja, dass der Reifen quasi gerade nur bis hierhin dreckig ist und das komischerweise sauber. Die Reifen waren vorher montiert gewesen bei einer sehr, der Neigungswinkel der Reifen, seht ihr so meine Hände in der Kameras, die standen ungefähr so, die Reifen. Das heißt, ich konnte natürlich ultra doll in die Kurven reindrücken, wunderbar. Feine Geschichte, aber die fahren sich natürlich dann auch sehr, sehr schräg ab. Das heißt, ich brauche jetzt auf jeden Fall
doch neue Reifen, zumindest für vorne, hinten ist es alles fein. Aber da werde ich nochmal neue Gummis raufziehen und dann müsste das auch gehen. Aber ihr könnt ja halt sehen, die sind halt so schräg runter, deswegen berühren die hier gerade, ja, in dem Fall nicht wirklich groß im Boden. Ja, und ich hatte die Reifen halt quasi, ne, genommen, draufgezogen. Wie gesagt, die stehen halt bei mir in dem Papier in der Reifengröße so halt auch drin. Jetzt habe ich gedacht, okay, passt zum Testen, alles wunderbar. Aber die Maschine hat unwahrscheinlich nervös reagiert. Das heißt, beim kleinsten Lenken, zack, zack, ist sie hin und her gegangen. Spurrillen, da hat mich die Maschine einfach zur Seite gehauen, wo sie gerade hin wollte. Und der gerade Auslauf war auch nicht so optimal, ne? Also bei der kleinsten Unebenheit oder sonst was, die ist immer nach rechts gezogen und sonst was. Gut, Spur war halt nicht so optimal für diese Reifen eingestellt. Spur haben wir eingestellt. Wie gesagt, 3 mm Vorspur links und rechts, den Neigungswinkel. Ich hatte von, wir haben es mit einer Wasserwaage gemacht und dann gemessen, die Schräglage, die quasi voreingestellt war, lag bei 1,5 oder 1,7 Zentimeter. Die haben wir jetzt auf 2 mm gesetzt, dass die Reifen also um einiges gerader stehen, was natürlich jetzt den Geradeauslauf um einiges optimieren sollte, beziehungsweise das gleichmäßigere Abfahren. Deswegen sind meine Fahreindrücke jetzt auch ein bisschen subjektiv oder nicht ganz so realistisch, weil die Reifen ja immer noch schief sind, also immer noch so schräg abgefahren. Aber im Vergleich zu meiner vorherigen Fahrt ist das schon mal ein Weltenunterschied. Auf jeden Fall der größte Einschnitt an dieser Maschine ist, wie gesagt, den Sturz, bisschen nachjustiert. Wie gesagt, 2 mm Sturz, 3 mm Vorspur eingestellt. Und ich muss sagen, lenktechnisch ist das viel, viel besser. So, bei Spurrillen, wie gesagt, ist sie nicht mehr so mega zickig. Vom Haften und in den Kurven reinliegen, wie gesagt, das ist gerade echt schwierig. Ich will jetzt auch nicht mit 0,2 Bar oder sowas fahren. Da muss ich nochmal einen Kumpel fragen, der vielleicht den gleichen Lochkreis hat, mit geraden Reifen, damit ich den Unterschied dann nochmal testen kann. Aber wie gesagt, ich muss oder kurz oder lang sowieso neue Reifen bei mir hier draufziehen. Aber das passiert noch nicht heute, morgen, und das wird jetzt demnächst passieren. Mal schauen. So. Aber wie gesagt, mir war halt wichtig, dass ich auch wieder, ne, ganz smooth lenken kann und da die Maschine nicht, wenn man den Lenker nur so ein paar Millimeter bewegt, die Maschine gleich mehr voll abhaut. Und das macht sie nicht mehr. Vor allem der gerade Auslauf, den haben wir auch wieder gut hingekriegt. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein Stück gerade Strecke habe, so, und lasse den Lenker los. Ja gut, die Straße fällt leicht ab, da hat man dann immer noch den Effekt. Aber wie gesagt, auf einer komplett gerade ausgerichteten Straße zieht sie nicht mehr nach rechts so extrem rein. Man merkt schon, dass er vorne nicht mehr volles Profil hat. Also der Grip vorne ist doch schon eingeschränkt. Was haben wir da? Wenn nur die Hälfte der Reifen fahren, fahren wir gefühlt auf, weiß ich nicht, 135er oder sowas? Ich weiß es nicht. Man merkt schon, dass er vorne anfängt zu wandern, wenn ich zu doll reingehe. Aber um Welten besser, wie es vorher war. Also nichts falsch gemacht. Gerade diese Fahrwerkgeschichte, da tüftelt man halt viel rum. Ne? Also einstellen, wie natürlich auch die Dämpfer. Es ist ja ein riesen Zusammenspiel alles. Und das ist, probieren geht über studieren. Das war jetzt heute die kleine Testrunde, um auszuprobieren, ob die Einstellungen, die wir jetzt vorgenommen haben, uns so ein bisschen auf dem richtigen Weg führen. Und ich würde sagen, ja, das klappt wunderbar. Sehr schön. Weil wenn ich das überhaupt null quasi eingestellt oder unter Kontrolle kriege, dann brauche ich mir auch nicht extra noch neue Reifen dafür kaufen, wenn ich sage, das lässt sich eh kacke fahren. Aber ist fein so. Wenn es dann nachher wirklich so optimal und genau so ist, wie ich es haben will, dann werde ich nochmal genau zeigen, die genauen Daten, wie was ich eingestellt habe. Vielleicht hilft das dann den einen oder anderen dann auch weiter. Ich nehme noch ein paar Kurven zurück und besuche gleich noch einen Kumpel. Das liegt nämlich auf dem Weg. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle hier jetzt auch, kommen wir jetzt zum Ende. Passt frei. Das ist ein Fahrrad los. Ich will meine Kurven genießen. Na egal. Okay, machen wir jetzt schon Schluss. Ich dachte, wir nehmen noch ein paar Kurven mit. Aber ist wie es ist, ne? Hui. Können wir nochmal so kurz ein bisschen ausschlenkern. Also, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, kleiner Ausflug quasi in meine Probierphase.
Ich dachte, ich nehme euch jetzt einfach zwischendurch mal weg. Normal habe ich es immer so gemacht, ich habe immer probiert und probiert und probiert und euch dann erst das Endergebnis nachher gezeigt und so weiter. Aber ich nehme euch jetzt einfach mal zwischendurch mit, kleines Lebenszeichen geben, wieso, warum, was ist denn halt gerade bei mir los. Ja, ich fahre noch, ja, ich mache noch Videos. Und ihr wart heute ein kleines Teil, einen kleinen Ausschnitt mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir gerne mit einem Däumchen nach oben, gerne auch in einem Kommentar. Wenn ihr es doof findet, macht einfach zwei Daumen hoch. In diesem Sinne, wie immer, ciao und haut rein mit Toxic Time.